meldet nichts Neues im Büro. Das ist immer sehr frech. Liebe Luise, ich kann dir nicht allzu viel von dem schildern, was hier vor sich geht. Nur, dass wir uns in einigermaßen sicherer Lage befinden. Der Russe greift hin und wieder mal an. Das bereitet uns jedoch keine großen Sorgen. Vielmehr warten wir auf den Winter, der hier schon viel zu lange auf sich warten lässt. Nicht nur behindert er die russischen Operationen, auch wollen wir hier nun alle langsam ins ruhige Winterquartier. Hörst du doch, der Ivan ballert wieder. Nur, dass da vorne keiner mehr ist. Fallen die schon wieder drauf rein? Könnte sein. Aber freuen wir uns mal lieber nicht zu früh. Mensch, jetzt penne ich. Entschuldige, es geht schon seit Stunden so. Ich weiß. Hast du Erichs Frau eigentlich geschrieben? Wie kommst du jetzt darauf? Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie ein paar tröstende Worte von einem Kameraden erhält. Du kanntest ihn noch gar nicht. Jetzt halt die Schnauze. Feuer! Laufen Sie mir hin! Gewehr, Ladenau!
kommen die ohne Panzer. Die sind hoffentlich in unserem Minenfeld hängen geblieben. Glück muss der Mensch haben. Was, Otto? Otto, alles in Ordnung. Gib mir eine Stunde! Angriff von links! Angriff von links! Otto! Immer schön wachsam bleiben, Leute. Die kriegen uns nicht klein. Wie sieht's aus bei euch? Alles ruhig soweit, Herr Oberfeldwebel. Gut. Gut. Schön wachsam bleiben. Da kommt wer. Dabei, Ruski! Gib mal, was wir aufgegabelt haben. Komm schon. Los! Hier. Setz dich hin. Ja, ich würde sagen, das machen wir schön nach Dienstgrad. Was wollt ihr denn machen? Ach, der Pfarrerssohn, ja? Haben Sie Ihren Schoß noch nicht im Griff, Degen? Lass die Finger von ihr. Was ist hier los? Machen Sie schon Meldung, Oberfeldwebel? Melde, auf Patrouille wurde eins dieser Flintenweiber aufgegriffen, Herr Leutnant. Gut gemacht, dass Sie diese Männer vom Kriegsgericht bewahrt haben. Feldmann, bringen Sie die Russe nach hinten. Jawohl. Ashley. Arschlöcher. Зачем это говорит? Убей меня здесь. Was machst du da? Давай! Ты же видел, что эти твари хотели со мной сделать. Там со мной будет то же самое. Лучше расстреляй меня сразу. Давай. Du schießen! Жизнь на небесе. Посвятится имя Твое. Да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы. Яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ach ja. Feldmann hatte mich gebeten, dir das zu besorgen. Die Adresse von Erich. Feldmann meinte, du wolltest seiner Frau schreiben. Na gut, ich mach da mal wieder meine Runde. Auch versuch ein bisschen zu pennen. Ja, Herr Doktor. Gemütlich habt das hier. Fast wie an der Butterfront. Ja, für 5 Mark die Nacht. Damenbesuch erlaubt? Nicht, wenn es nach unserem Esak hier geht. Scheiße. So siehst du ja gar nicht aus. Esak? Ja, dein Alter ist doch Pfarrer. Ja? Nee, dann lass mal gut sein. Ich will eure Heiligkeit nicht weiter stören. Achtung, der Kramschreck kommt. Macht's gut. Und legt da oben ein gutes Wort für mich ein. Amen. Das ist doch keine Kneipe hier. Weg mit den Karten! Schwader, setzen Sie verdammt noch mal Ihren Helm auf. Sie sind hier nicht auf Urlaub! Was regte sich so auf? Ich gehe mal kurz austreten.
kommst du geschneit. Du warst in der Wolke, dein Weg ist gar weit. Komm, setz dich ans Fenster, du niedlicher Stern. Malst Wetter und Blumen, wir haben dich gern. Stell auf!